Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und ich bin hier gerade in Berlin und habe mal eben den lieben Paul besucht. Und heute geht es in dem Video um Pauls Collection und seine drei Lieblingsschuhe, die er hier so stehen hat. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Ja, also ich würde jetzt mal ganz so einen Schnelldurchlauf hier alles durchgehen, was relevant ist. Es wird demnächst da mal bei mir noch ein Video kommen, das wird aber sehr ausführlich, deswegen gehen wir jetzt hier nur mal so schnell durch und ich zeige euch noch, was so meine Favorites sind. So, das ist jetzt alles ein bisschen zusammengewürfelt, weil normal steht in meinem normalen Zimmer halt auch noch einiges, deswegen haben wir jetzt mal alles hier reingeschmissen. Daher ist es halt ein bisschen überfüllt. Fangen wir hier an, das sind einfach nur Vans Oldschool, ich denke, das ist nicht besonders interessant. Ja, hier der Turtle Dove ist eine US9, ist mir leider zu klein, deswegen verkaufe ich den auch gerade. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mich gerne mal anschreiben auf Instagram oder so, wenn er noch da ist. Ja, war, ist halt eigentlich so mein Traumschuh, ist es auch immer noch, nur ist der mir halt leider zu klein, deswegen werde ich den verkaufen und mir dann nochmal eine Größe größer zulegen. Dann machen wir weiter hier mit dem Power Face Calabasas in Schwarz. Calabasas, so gleich wie vorhin, ist eigentlich mit meinem Lieblingsschuh. Aber die schwarze Silhouette mag ich nicht so gerne, deswegen verkaufe ich den eigentlich auch gerade. Deswegen steht die ja eigentlich nicht so rum in meiner Kollektion. Jetzt nur für das Video, weil ich den gerade noch hier habe. Dann kommen wir hier zu dem spannenderen Teil, wo auch deutlich mehr steht, würde ich sagen. Das ist der OG Calabasas. Ich habe davon jetzt das zweite Paar. Das ist das zweite Paar, weil mein erstes ist ziemlich kaputt. Da fällt schon die Schrift ab und der reißt überall auf und so weiter. So, da könnt ihr mal sehen, wie so ein Schuh aussieht, wenn er getragen ist. Ja, genau. Steht da drauf? Calabasa. Also eigentlich ist da noch ein S. Der andere Schuh reißt halt auch hier vorne auf und so weiter. Aber wie gesagt, den trage ich halt sehr oft. Und der ist praktisch noch neu. Aber weil es eigentlich so mein Lieblingsschuh ist, habe ich mir nochmal ein zweites Paar zugelegt, wenn der halt völlig auseinanderfliegt. Dann laufen wir weiter hier mit dem Jordan New Love. Ist in meinen Augen ein cooles Konzept, aber ich verkaufe gerade alles, was ich nicht trage und er gehört halt auch dazu. Ziehe ich irgendwie einfach nicht an, hatte ich damals sogar im Sale bekommen. Ist ein cooles Prinzip, oder was heißt Prinzip, ein cooles Modell eigentlich, aber mir gefällt halt nicht so gut, dass es nur ein Mid ist, wäre es ein OG-Release gewesen oder so. Hätte ich ihn wahrscheinlich mehr getragen und mir gefällt nicht so gut, dass das hier so ein Wildleder ist. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es dieses normale, ja, glatte Leder ist, sage ich mal. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht so gut an einem Schuh wie, ja, sonst so normales Leder an einem Jordan. Dann kommen wir zum Vans Checkerboard, aber das ist die Light-Version, also dieser extrem leichte. Ist jetzt auch schon gut getragen langsam. Ich wollte den Checkerboard immer haben, den gab es ja aber nie, weil der dann sold out war, überall auf der Welt gefühlt. Und einen Vans im Resale fand ich dann doch mal ein bisschen krankhaft. Jetzt kam aber hier die Light-Version und ja, da habe ich mir halt direkt den Checkerboard geholt. Sieht ja eigentlich genauso aus wie der OG, sage ich mal. Deswegen sehr solides Teil. Finde ich sogar bequemer als die. Mega. Ich finde, die kommen fast an so Ultra Boost ran. Und das ist schon eine gewagte Aussage. Ja, dann hier Golf Le Fleur. Sind halt auch schon ein bisschen dreckig gerade. Habe ich mir jetzt in Amsterdam bei Soulbox gekauft gehabt. Hatte ich nie so richtig auf dem Schirm, aber mag ich inzwischen sehr. Ist halt auch mal ein bisschen was Farbenfroheres, weil ich meistens nur schwarz trage, wie man ja irgendwie sieht. Und das ist ganz gut, wenn man dann nochmal irgendwie einen farblicheren Schuh hat, weil sonst sieht man aus wie so ein Emo. An dieser Stelle nichts gegen Emos. Nein, aber meine Mutter fragt mich immer, ob ich irgendwie Depressionen habe oder warum ich nur schwarze Sachen trage. Ja, hier der Magella Future Low in Weiß. Finde ich sehr schön. Ich glaube, das ist aber so ein Schuh, den hasst man oder den liebt man. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ja, ist so der einzige Designerschuh auch, den ich besitze, weil ja irgendwie 600 Euro Retail oder was der kostet. Ich habe den deutlich günstiger bekommen, aber ich weiß nicht, 600 Euro Retail ist halt schon crazy. Wobei es halt irgendwie noch gerechtfertigter ist, als für einen Nike-Schuh 600 Euro zu bezahlen, weil die Qualität ist halt schon deutlich besser als bei einem normalen Nike, Adidas, Vans oder so Schuh. Ja, dann hier rechts ist wahrscheinlich nicht so spannend, da habe ich hauptsächlich Chelsea Boots drin. Falls ich auch mal schick rumlaufe. Das heißt, hier sind diverse Chelsea Boots in diversen Farben. Hier sind schwarze, hier sind braune. Machen wir hier weiter. Das ist der EQT mit Undercover. Ne, mit Undefeated, sorry. Also hier ist das Undefeated Logo auch drauf. Also hier ist das Undefeated. Ist ein Schuh, den ich noch nie irgendwo live jemanden tragen gesehen habe. Das war jetzt ein komischer Satz, aber ich habe noch niemanden mit dem Schuh draußen rumlaufen gesehen. Trage ihn persönlich halt irgendwie auch nicht, deswegen bin ich den auch jetzt langfristig am
verkaufen, aber durchaus solides Konzept hier mit diesem Neopren dran. Und hier ist halt auch so ein Army-Muster drin, was man aber nicht so wirklich sieht. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Konzept von Undefeated, deswegen, ja. Also ich fand den auch sehr cool, aber wie man halt auch an der Ferse sieht, habe ich den nie wirklich getragen in dem Sinne. Dann machen wir weiter, das ist ein Dunk, den hatte ich damals in New York in einem Secondhand-Store geholt für $30 oder so. Neue Laces reingemacht und auch so Lace-Tips, wovon eins jetzt schon abgefallen ist hier auf der Seite. Aber ja, der lohnt sich jetzt auch nicht zu verkaufen und ich finde, manchmal kann man den auch tragen. Für $30 war das auf jeden Fall mega fair. Dann kommen wir zum zweiten Yeezy, den ich habe, das ist der Zebra. Hatte auch überlegt, ob ich den verkaufe, weil ja momentan das irgendwie alle machen. Aber ich finde doch, dass es ein sehr, sehr schöner Schuh ist. Und alle Yeezys verkaufen, fände ich jetzt auch übertrieben. Deswegen, das ist eigentlich so mein Lieblings-Yeezy nach dem Turtle Dove. Geht ja aber auch am stärksten in die Richtung von den V2s. Aber den werde ich auf jeden Fall behalten. Trage ich aber momentan auch nicht so mega oft, weil jetzt in Berlin oder so gucken dann die Leute schon ein bisschen behindert an, wenn man mit dem rumläuft. Hey, das ist der Beste. Hier haben wir einen Special Field, irgendwie so heißt der, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Air Force Special. Air Force Special. Ja, ist halt so ein Army-mäßiger Schuh, das heißt, die Teile hier sind, ich weiß gar nicht, wozu die im Krieg genutzt werden, aber wie bitte? Den habe ich mir in L.A. gekauft gehabt, bei Undefeated im Store. Finde ich als Winterschuh sehr, sehr nice, tragen halt auch extrem wenige und ist auf jeden Fall cooler, als jetzt mit so einem Wanderschuh oder so bei Schnee rauszugehen. Deswegen sehr zufrieden, aber jetzt bei den aktuellen Temperaturen keine Chance, den zu tragen. Natürlich ein paar Essex, die ich noch nie getragen habe, aber die hatte ich damals mit Niklas, also Escape heißt er auf Instagram, war er eingeladen bei so einem Event in Köln von The Good Will Out und da war ich mit und habe den Schuh geschenkt bekommen. Deswegen werde ich den behalten, weil das so ein bisschen Story hat, aber jetzt so an sich finde ich den jetzt nicht so mega geil. Deswegen steht er halt auch da unten. Dann haben wir hier noch einen Dunk Low, ich glaube Deconstructed oder so hieß der sogar. Der ist hier so ein bisschen wie dieses Off-White so gemacht, dass da halt gewisse Dinge halt so deconstructed sein sollen. Finde ich sehr solide, trage ich allerdings auch nicht so oft, wie ich erwartet hätte, weil der Color Basis ist dann doch noch bequemer, weil zum Beispiel hier hinten ist er ziemlich hart, also das ist halt null gefüttert, ist halt wirklich steinhart. Daher muss man den auch erstmal eintragen, dann geht's, aber so bequem wie der Color Basis wird er halt nie werden. Dann haben wir hier den Air Force One Low in Weiß von Circus Circus. Da kamen 99 Stück nur von raus, ist ein Berliner Designer, hatte ich jetzt aber auf einigen Konzerten an, deswegen geht halt schon die Schrift ab, die Schnürsenkel, wo halt auch das Branding drauf ist, sind ja ziemlich dreckig. Auf dem anderen Schuh stand hier auch die Nummerierung, also das wäre jetzt der 15. von 99. Zur Story, hier steht jetzt still the competitor brand. Er hatte irgendwie in all seinen Lookbooks Adidas Schuhe an, wollte dann mit Adidas eine Collabo oder so. Und Adidas meinte dann halt, sie machen keine mit ihm, weil er eine Competitor-Brand wäre. Und als so Kontrastprodukt oder als Gegenschuss in dem Sinne hat er dann halt diesen Nike-Schuh gemacht, um so ein bisschen gegen Adidas zu schießen. Deswegen eine ganz coole Sache. Und dieses Swoosh-Infern war ja eine Zeit lang auch mal ziemlich modern. Deswegen ja, solides Teil, aber ist eher so mein Konzertschuh. Dann kommen wir zu einem Schuh, den bestimmt niemand von euch kennt. Der Off-White Presto. OG hatte ich damals für Retail bekommen, bei Soulbox in Berlin, hatte meine Freundin gewonnen und ich wollte ihn halt unbedingt. Deswegen steht er hier, trage ich gar nicht so oft, aber werde ich auf jeden Fall behalten, weil es ein sehr, sehr schöner Schuh in meinen Augen. Machen wir weiter mit dem Bread Toe, den hatte ich damals bei Soulbox hier in Berlin bekommen, mir gekauft, wie auch immer, war halt mit Campout. Ist, finde ich, eigentlich so der stärkste Jordan mit, der jetzt, kam der letztes Jahr? Dieses Jahr, im Februar. Dieses Jahr, okay. Also ihr seht, also so dann auf jeden Fall einer der coolsten Jordans, der dieses Jahr rauskam. Qualitativ auch mega stark und ich finde, er geht halt natürlich stark in die Shattered Backboard Richtung. Ich finde tatsächlich auch das Rote fast noch cooler wie der Shattered Backboard, nur hat der Shattered Backboard halt so einen Ruf und der ist halt schwer zu toppen, deswegen würde ich den Shattered Backboard auch immer noch wollen, aber der ist auf jeden Fall nah dran und ja, sehr solides Produkt von Nike. Bleiben wir bei Jordans von diesem Jahr, dann habe ich noch den Shadow, der dieses Jahr rausgekommen ist. Mochte ich anfangs gar nicht, wollte ich nicht behalten,
Hab ihn dann aber doch getragen und inzwischen mag ich ihn richtig gern, weil ich finde, den kann man extrem gut kombinieren. Kann man halt nicht viel falsch machen, weil so viel Farbe hat der Schuh nicht. Und auch durch das schwarze Upper mit dem Grau sieht man den direkt nicht so schnell. Das heißt, man kann mit dem halt auch mal im Regen oder so rausgehen, ohne dass direkt der ganze Schuh aussieht, als wäre man im Regen gewesen. Dann noch so ein Hype-Schuh von Off-White, der Jordan, der OG, der Chicago. Ja, den hatte ich damals gegen zwei andere Off-White-Schuhe getradet, die ich hatte. Insofern habe ich ungefähr 300 Euro für den gezahlt, was im Verhältnis zu den heutigen Resale-Preisen echt ein guter Preis war. Bin ich auch sehr zufrieden mit, trage ich auch echt relativ häufig, wobei er halt immer noch echt gut aussieht. Kann ich wahrscheinlich noch einen Near-to-Dead-Stock verkaufen. Ja, sehr solides Teil. Bin froh, den zu haben. Finde den auch mit weißen Laces deutlich cooler als mit schwarz. Den müsste ich ja jetzt auch unbedingt mit reinnehmen. ja, ein The Jordan schwarz. Ich habe ja bei Macis gearbeitet, da hatte ich den immer an. Dadurch deswegen ist die Sohle irgendwie auch gebogen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Der I. Ist aber komisch. Ja, der ist halt, obwohl er nicht so aussieht, irgendwie echt runtergerockt. Aber das wäre es jetzt so gewesen von all meinen Sneakern. Bestimmt nochmal irgendwo ein paar Vans rumfliegen oder so, aber das ist erstmal so der Großteil meiner Kollektion. Ansonsten werde ich nochmal ein ausführlicheres Video bald auf meinem Kanal bringen mit Cinematic und so Zeug, wofür ich ja ein bisschen mehr bekannt bin. Und jetzt gebe ich, denke ich mal, das Outro nochmal an Tu. Okay, also ich habe vergessen, meine drei Favorites vorzustellen. Wäre auf jeden Fall der Calabasas, weil den trage ich halt... Den trage ich halt wirklich eigentlich täglich, würde ich behaupten. Das heißt, der ist auf jeden Fall in den Top 3. Dann auf jeden Fall auch ein Halbschuh. Und zwar der Jordan mit Off-White. der ist wahrscheinlich sogar Nummer 1, der Nummer 2 und Nummer 3 wäre momentan, denke ich, fast der Future Low von Magella, weil ist auch irgendwie ein bisschen was Besonderes, was jetzt nicht jeder auf der Straße trägt und mit so einer schwarzen Cargo Pants. Finde ich schon, dass der sehr nice aussieht. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Ich bedanke mich bei Paul, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier filmen darf. Ihr könnt auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Da sind, wie gesagt, sehr, sehr coole Videos. Und ansonsten gebe ich dir das letzte Wort. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ich habe nicht zu leise geredet, weil du schreit voll. Also, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.